Guten Morgen und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich nehme dich das Wochenende mit, was Essen angeht. Es wird ein Food Diary und zwar aus dem Grund, ich möchte euch zeigen, dass man auch wenn man Resteverwertung macht, trotzdem auf sein Eiweiß kommen kann. Bitte entschuldigt meine Stimme, ich habe es einfach geschafft, kurz vor meiner Hochzeit krank zu werden und ich hoffe, dass alles wieder gut ist bis dahin. Aber entsprechend klinge ich aktuell ein bisschen bescheuert. Ich denke, man versteht mich aber trotzdem. Auf jeden Fall werde ich natürlich versuchen, alles, was irgendwie im Kühlschrank ist, was irgendwie kaputt gehen könnte, aufzubrauchen, damit da einfach nichts verschwendet wird. Und da kommen wahrscheinlich ziemlich verrückte Kombinationen draus raus manchmal. Aber trotzdem, das Eiweiß steht einfach Priorität Nummer 1. Und wir werden schauen, dass wir trotzdem die 75 Gramm Eiweiß am Tag erreichen. Mit den Sachen, die ich irgendwie da habe. Jetzt muss ich ein bisschen näher herrutschen, damit Domi mich nicht hört, weil ich ein bisschen leise reden muss. Normal sind die Wände dick genug, aber ich bin vorsichtig. Domi liegt nämlich noch im Bett und heute ist nämlich sein Junggesellenabschied. Der weiß davon aber nichts. Der denkt, weil ich mag ja aus meiner Kindheit und so, ich mag ja SpongeBob echt gerne und ich mag Musicals und er mag Musicals. Und er ist der festen Überzeugung, dass meine Eltern mir zum Geburtstag Karten für das SpongeBob Musical schenken werden im Voraus und dass wir dann nachher um 12.10 Uhr in einen Zug steigen werden nach Frankfurt, um uns dieses SpongeBob Musical anzuschauen. Das werden wir natürlich nicht tun. Wir werden am Bahnsteig überrascht werden, weil ich habe mit den Kumpels zusammen, beziehungsweise die haben geplant und ich wirke so ein bisschen mit, damit er es halt einfach nicht checkt davor und damit er einfach überrascht wird. Das heißt, ich platziere ihn irgendwie heimlich an diesem Bahnhof. Die warten in der Unterführung und werden ihn dann überraschen und mitnehmen zum Junggesellenabschied. Er hat auch schon gepackt. Also er hat seine Tasche schon angefangen zu packen und jeden Bullshit eingepackt für irgendwelche Musicals, für was Schickes, für Schlafanzug, aber Übernachtung ist ja nicht. Also er hat alles Mögliche eingepackt. Ich habe auch schon gepackt. Natürlich habe ich in meiner Tasche seine Sachen gepackt. Das heißt, ich werde ihm dann nachher am Bahnhof das da hier in die Hand drücken, seine Tasche wieder mitnehmen und sagen, hier, bitteschön, das ist deine Tasche. Viel Spaß beim Junggesellenabschied. Ich hoffe, dass alles klappt geht, weil es hat nämlich relativ viel geschneit von gestern auf heute. Also gestern lag da echt nur ganz, ganz wenig. Mittlerweile sieht es so aus. Und ich hoffe, dass es trotzdem umsetzbar ist, weil ich weiß ja nur bedingt, was die Jungs geplant haben. Mir wurde gesagt, was ich einpacken soll. Übrigens, guck mal, was ich gemacht habe. Ganz schlecht gefotoshoppt, aber das sollte so sein. Ich bin's witzig. Naja, okay. Auf jeden Fall, das heißt, der Mann ist heute eh versorgt. Das heißt, ich koche sowieso für mich selber. Das heißt, wenn irgendwelche verrückte Kombinationen rauskommen, die nachher komisch schmecken, ist es nicht so schlimm, weil dann nur ich die essen muss. So, jetzt warte ich aber noch, weil jetzt esse ich noch nichts. Ich mache mir jetzt erst nur ganz kurz einen Tee, einen Spitzwegerich-Tee wegen dem Hals und so. Und ja, dann frühstücke ich nachher mit ihm. Normal mache ich meinen Tee ja immer in der Mikrowelle warm, heute aber nicht. Heute mache ich den Wasserkocher. Mal schau mal. Die Mikrowelle ist von uns gegangen. Domi ist einfach gestolpert und mit so einer Glasauflaufform in die Mikrowelle reingeballert. Und jetzt ist sie gestorben. Verdammt, egal. Aber wir haben eine neue bestellt und die neue ist rosa. Das ist voll toll. Normalerweise trinke ich meinen Tee immer ungesüßt, aber wenn ich Halsweh habe, dann kommt da immer ein guter Teelöffel Honig mit rein. Honig wirkt ja antibakteriell und ja, macht einfach ein gutes Gefühl im Hals. Das hier ist übrigens das Light. Also es gibt noch einiges aufzubrauchen, wenn ich das so sagen darf. Ich weiß, der sieht echt schlimm aus, aber naja, wir kriegen das schon hin. Gestern habe ich übrigens mein Hochzeitskleid abgeholt. Das heißt, es hat alles funktioniert. Die Länge hat gepasst, die Träger haben gepasst. Gott sei Dank musste man ja nichts ändern, außer Träger, damit die so ein bisschen weit waren. Und die Länge, weil ich halt so ein laufender Beta bin. Ich muss mir noch überlegen, das hängt jetzt aktuell einfach nur so an einem Kleiderhaken. Also so an so einem Bügel und eben an, ja, in diesem Sack an der Türe. Ich will das aber eigentlich jetzt nicht so lange in diesem Sack rumhängen lassen. Das heißt, ich werde das irgendwie, weiß ich nicht, muss mir irgendwas einfallen lassen, dass ich das raushängen kann, ohne dass Tommy das sieht. Ich kann es ja nicht zu irgendjemand anders springen, weil wir haben hier halt niemanden, ja? Ach, naja, okay, egal. Wir kriegen das hin und ich lasse mir irgendwas einfallen dazu. Ganz kleiner Mini-Rest, aber ich mische dann den Kaffee einfach. Aber da brühe ich nochmal neuen, das lohnt sich nochmal. Ha, perfekt. Sirup-technisch gibt's heute Winterspice. Das Wetter passt auf jeden Fall dazu. Kleines bisschen. So. Ohne Kaffee kann der Tag nicht starten. Mhm.
Ich habe gerade erstmal noch draußen Schnee geschippt. Okay, man sieht einfach nichts, egal. Ich habe Schnee geschippt und vorne am Parkplatz auch, damit einfach nicht noch mehr Schnee draufkommt. Und wenn ich dann wirklich schippen muss, ich muss zwar jetzt nicht wegfahren, aber wenn ich dann wirklich schippen muss, dass es dann nicht so Riesenhäufen werden. Ich habe das hier noch im Schrank. Das mache ich einfach als Frühstück. Ein High-Protein-Milchreis von Dr. Oetker, der ist neu. Kennt ihr den schon? Und falls ja, wie findet ihr den? Ich probiere den jetzt zum ersten Mal. Der ist ganz schön zäh. Guck mal, so eine richtige Gummimasse. Plopp. Also konsistenztechnisch hat das, glaube ich, mit Milchreis nicht allzu viel zu tun. Jetzt muss ich die Geschichte mal probieren. Also es ist wirklich ein bisschen gummelig. Also es ist sehr gummelig. Es schmeckt aber weniger gummelig, als es sich anfühlt. Also es schmeckt besser, als man erst denkt. Also für das, was es ist, finde ich es gut. Das da hier habe ich noch nie ausprobiert. Ich weiß nicht, ob es hilft. Also ich habe schon ganz, ganz viel gehört von Ingwer-Sirup und alles Mögliche, ob das irgendwie, also dass es positiv sein soll. Ich weiß es nicht, Leute, aber ich bin verzweifelt. Ich muss zu dieser Hochzeit einfach unbedingt wieder gesund sein. Und deswegen mache ich einfach alles, was irgendwie möglich ist und hoffe, dass es funktioniert. Boah, bitte lass es nicht so scheiße schmecken. Ich liebe zwar Ingwer, aber nur in einem kleinen, geringen Maß. Wenn es zu viel wird, ist es so. Nee. Boah. Boah, brennt es rein. Ach du Scheiße. Boah. Wenn es hilft, ist es durchzogen. Eklig. Ich werde die Sachen hier jetzt aufbrauchen. Das brate ich einfach an. Dazu gibt es Gurke, weil die nämlich schon ein bisschen runzlig geworden ist. Die schneide ich aber einfach ab, das geht schon. Die geht nämlich safe kaputt sonst. Und Apfel. Und dazu noch ein bisschen Knoblauchsoße, die sind mir auch schon alt. Dann kann ich die irgendwie auch mal ein bisschen dezimieren, weil die ist dann auch bald leer. Ich habe noch ein ganz kleines bisschen Sriracha-Soße drauf gepackt, weil ich die Schärfe einfach gerne mag. Ich hoffe, ich überlebe das mit meinem entzündeten Hals, aber ja, wird schon gehen. Das ist echt ein ekliges Wetter zum Fahren, aber morgen ist Sonntag und ich wollte das unbedingt noch abholen. Wenn wir zu Hause sind, zeige ich euch, um was es geht. Als kleinen Zwischensnack, da habe ich mir jetzt hier Quarkriegel geholt. Die habe ich noch unten in meinem Schrank liegen gehabt, im Kühlschrank und in der Schublade. Die gibt es von Lidl nämlich mittlerweile auch in Erdbeer und in Schoki. Da fordere ich jetzt beide. Ich habe mir nämlich beim Fotoservice was bestellt und das wollte ich unbedingt noch abholen. Einerseits habe ich noch ein paar Fotos allgemein bestellt, weil ich mir gedacht habe, für den nächsten Abschnitt den Hof oben, der geht ja 4 Monate und dafür möchte ich mir einfach so von meinen Liebsten einfach so ein paar Fotos mitnehmen, weil es ist einfach, klar kann ich so ein Handy so anschauen, aber es ist halt einfach nicht das Gleiche, wie wenn man die irgendwie schön aufstellen kann. Da habe ich mir ein paar ausgesucht, die zeige ich euch einfach auch mal. Einmal das hier, das sind so ein paar Fotos, einfach die ich halt sehr, sehr gerne mag von denen. Da ist nämlich Domi und meine Mom gleichzeitig drauf, was echt selten ist und das finde ich richtig, richtig süß, das Foto. Dann noch von meiner Mom alleine. Das ist eins von meiner Mom. Ich liebe dieses Foto, Leute, weil das einfach so unglaublich echt ist. Sie hat es nicht gemerkt, dass ich das gemacht habe damals. Und das ist einfach so unglaublich echt und voller Emotionen von dieser Bergtour. Und das gefällt mir unglaublich gut. Also da macht sie gerade einen Eintrag ins Gipfelbuch. Ich finde es wunderschön. Ich liebe das Foto einfach. Dann eins, wo Domi einfach ein bisschen größer drauf ist. Da bin ich zwar selber auch drauf, was irgendwie komisch ist, ein Bild aufzuhängen, wo ich selber auch drauf bin. Aber okay, irgendwie gehöre ich halt dazu, was weiß ich. Aber da ist Schatzi leider einfach ein bisschen größer drauf. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Und als letztes noch eins mit meinem Dad. Da war ich mit dem Papa wandern. Mama war auch dabei, aber Mama hat Fotograf gemacht. So, genau, das war aber nicht der Grund, weshalb ich unbedingt heute abholen wollte. Der Grund ist der, dass da was drin ist. Wenn ich es jetzt aufkriege, hallo. Was ich gerne aufhängen würde. Das wäre natürlich schön, wenn Domi von dem Junggesellenabschied kommt und das dann vielleicht morgen oder so registriert, dass es da ist. Ne? Weil ich habe letztens... Ah, wunderschön. Ich habe bei meiner letzten Bergtour, beziehungsweise einer meiner letzten Bergtouren, habe ich ein unglaublich schönes Panoramabild von allen, okay, nicht von allen, aber von vielen Bergen gemacht, auf denen ich auf den allermeisten schon war. Und einfach dann ein Bild, das ich erstens selber gemacht habe, zweitens meine Berge sind sozusagen und drittens ist es halt farblich sehr, sehr
neutral. Das heißt, das kann ich auch später dann aufhängen, wenn wir später irgendwann mal umziehen, eine andere farbige Deko haben oder so, ist es einfach, es fügt sich ein, weil es halt einfach so typisch Schneelandschaft, schwarz-weiß, ein leichtes Beige-Stichlein quasi von der Sonne her oder so, aber das ist absolut unproblematisch. Und ja, das habe ich wirklich groß ausgedruckt. Es hätte wahrscheinlich sogar noch größer gegangen, aber ich dachte so, nee, bevor nachher die Auflösung nicht passt und so, das wäre echt ein bisschen schade. Ich habe das Ganze übrigens zweimal ausgedruckt, weil eins werde ich meiner Mom nämlich schenken, das weiß sie auch noch nicht so. Aber eines ist quasi meins, das ich mir hier aufhängen werde. Und dann auch mit nach Hof nehmen werde, damit ich quasi meine Berge so ein bisschen dabei habe, weil da oben gibt es ja keinen, ne? So, schau mal. Ist es nicht wunderschön? Ich finde es richtig schön. Warte mal. So. Schreibt mir bitte mal in die Kommentare, wie ihr das Foto findet. Ich finde es echt genial. Und einfach so auch noch mit diesem Hintergrund, dass ich das selber gemacht habe, selber geschossen habe, selber bei der Bergtour dabei war, wo wir das gemacht haben. Und die Bergtour war richtig, richtig heftig. Da war nämlich nicht gespurt und wir mussten, es sah nämlich so aus, wir haben 6 1/4 Stunden für diese Bergtour gebraucht. Und davon, den kompletten Aufstieg, habe ich 80% selber gespurt bei Tiefschnee, ohne Schneeschuhe. Das war anstrengend, das sage ich euch. So, ich würde sagen, ich hänge das jetzt kurz auf und dann machen wir noch Abendessen. Die anderen Fotos habe ich jetzt einfach hier so als Vierer gespannt in den Gang gehängt, weil es wäre schade, wenn die, bis ich das nächste Mal nach Hof muss, einfach so komplett, ja, in der Schublade versauen würden. Deswegen dürfen die Wand hier ein bisschen zieren bis dahin. Welches von den Fotos gefällt euch eigentlich am besten? Jetzt aber erstmal Zeit zu kochen. Ich nehme hier mit Spinat und Ricotta gefüllte Tortellini, und zwar 500 Gramm. Die packe ich in eine Auflaufform, dazu eine klein gewürfelte rote Paprika, die packe ich hier einfach mit dazu. Und eine Soße. Was in der Soße alles drin ist, das schreibe ich euch unten in die Infobox rein. Das könnt ihr dann dort nachlesen. Die habe ich nämlich noch übrig gehabt von Anfang der Woche. Dann kommt noch Petersilie rein. Ich würze das Ganze noch ein bisschen mit Salz, weil ich natürlich kein gesalzenes Kochwasser habe, weil ich die Tortellini ja nicht vorkoche oder so. Und ein paar Chiliflocken. Das kommt nachher für 20 Minuten in den Ofen bei 180 Grad Umluft. Das bedeutet, es wird von der Flüssigkeit dann noch weich und ihr braucht es nicht vorher im Topf nochmal garen oder so. Ich mische dann alles, damit es einfach sich schön verteilt, gleichmäßig die Gewürze, die Paprika, die Soße, damit alles überall schön gleichmäßig dran klebt. Und am Ende kommt da einfach dann noch ein bisschen Käse oben drüber. Ich habe hier jetzt einfach geriebenen Mozzarella genommen und das war jetzt, glaube ich, so ein Dreiviertel Reibekäsepäckle. Weil es halt auch nur offen war. Ich liebe es, wenn sich da Sachen genau aufbrauchen. Dann, wie gesagt, den Ofen für 20 Minuten und dann sieht das Ganze so aus. Unglaublich lecker. Also das ist eine Kombination, die könnt ihr echt öfters mal machen. Auch unabhängig davon, wenn jetzt irgendjemand das aufbrauchen muss oder so, kann ich echt empfehlen. Von Weihnachten habe ich auch noch Lebkuchen übrig. Die sind super lecker, aber die sind auch schon so leicht angetrocknet. Das ist noch einer. Den werde ich jetzt auch noch von uns vernichten. Hier so schön abends zum PC. Damit ist der Tag essenstechnisch zu Ende und es ergeben sich 1854 Kalorien, 109 Gramm Protein, 166 Gramm Kohlenhydrate und 78 Gramm Fett. Und so habe ich einfach jede Menge Zeug aufgebraucht, was einfach vor dem Urlaub notwendig ist. Und gleichzeitig bin ich wunderbar und ganz locker auf mein Protein gekommen. Cool, oder? Eigentlich wollte ich den Sonntag ja auch noch mit reinnehmen. Ich merke aber schon wieder, das Video wird schon viel zu lang und der Samstag alleine reicht für ein komplettes Video. Gebt aber gerne mal Bescheid, ob ihr dieses Thema, was gerade da ist, irgendwie verarbeiten und trotzdem aufs Eiweiß kommen, interessant findet. Weil falls ja, dann nehme ich das vielleicht öfters mal als Thema. Und wenn es keinen juckt, dann halt nicht. Gebt dazu gerne Feedback. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich freue mich über einen Daumen nach oben, einen Kommentar und ein Abo, falls du neu bist. Bis dann, mach's gut. Und tschüssi!